Zum einen da unsere neue Smart Signs. Wir haben da ganz verschiedene Möglichkeiten, wo man erst Informationen über das Gerät, zum Beispiel jetzt auf dem iMac, über Prozessoren kann prüfen. Wir haben hier zum Beispiel U5-Prozessoren drin. Oder über eine neue Thunderbolt-Schnittstelle, wo wir auch neue zu den iMacs haben. Dann kann ich die einzelnen Geräte vergleichen. Jetzt müssen wir schauen, ob ich jetzt einen 21,5 Zoll iMac will oder doch einen 27 Zoll. Und dann das mit der schnellsten und besten Konfiguration. Wenn ich noch ein Zweifel habe, ob ich einen Mac überhaupt zu kaufen, habe ich hier auch noch einen neuen Mac. Da sehe ich zum Beispiel, was es für ein Programm dabei hat, wie es aussieht mit dem Gerät zu schützen, und das Betriebssystem und natürlich auch die Peripherie, die Kameras, Drucker etc. Ich kann mir gleich mal schauen, was habe ich im Nachhinein für Support. Ich habe nämlich ein Training, was ist der Standard-Support und ich kann den Standard-Support verlängern mit Apple Care bis auf 3 Jahre bei den Macs. Und wenn ich mich dann interessiere und wirklich möchte einen kaufen, dann kann ich hier ganz einfach ein Specialist stellen, tippe hier auf Ja. So, und dann kann ich auch bestätigen. Und dann kommt in der kürzesten Zeit, wir sind momentan Nummer 2 in der Warteschlange, kommt ein Specialist zu uns, wo uns nachher dann halt unsere Fragen, die vielleicht alle von so bestimmt beantworten, und natürlich dann auch noch das Gerät kann verkaufen. Der kommt an meinen Platz. Der kommt ganz hier, genau wo ich bin, von dem Mac. Ich kann jetzt stehen bleiben, vielleicht haben wir Glück und der kommt gerade. Das heisst, die Panels, Smart Panels, sagt ihr denen? iSign. Smart Sign, sorry. Smart Sign, okay. Das heisst, die Smart Sign sind neben jedem Produkt, genau. Dort, wo früher die Papierzettel waren, haben wir jetzt die. Ganz genau. Und ich kann immer das abrufen, was quasi daneben steht. Ganz oder? Genau. Also ich jetzt hier ganz genau auf das Produkt. Ein 21 Zoll iMac. Und das heisst, da ist auf dem Smart Sign, in dem Fall meist auf dem Ding ist der 21,5 Zoll Mac drauf. Ganz genau. Okay. Das ist wirklich bei jedem, wie früher Preisschild, bei jedem Gerät ist eins von Smart Sign, wo ich wirklich die Informationen abholen kann. Es ist auch wirklich genau das explizite Modell dran und nicht einfach iMac. Ja. Und wenn ich dann schaue, hier haben wir den 27 Zoll iMac und auch auf dem Smart Sign dann wirklich die Informationen zum 27 Zoll iMac. Das ist wirklich extrem spezifisch zum Darstellen.